Herzlichen Glückwunsch an Joachim Löw und seinen kompletten Trainerstab zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Gratulation von hier oben, Jogi. Joachim Löw, und jetzt ihr beide da unten. Mehmet, Glückwunsch. Danke dir, danke, vielen Dank. Ja, Gratulation auch von mir, Joachim Löw. Vielen Dank. War sehr bewegend, hat man gesehen. Also bei vielen waren auch ein paar Tränen mit dabei. Freudentränen, Schmerzentränen zwischendurch vielleicht höchstens mal. Aber das hat sich nachher alles ausgezahlt. Erzählen Sie mal, es war ein schweres Stück Arbeit heute. Ja, das war uns eigentlich immer klar, dass die Argentinier natürlich alles irgendwie mobilisieren und alle Kräfte freisetzen bei so einem Finale, klar. War ein hartes Stück Arbeit. Die Spieler sind weit über die Grenzen gegangen. Sie haben heute, sagen wir mal, so viel gegeben wie noch nie, um das zu erreichen, was sie noch nie hatten, nämlich diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Zusammengegeben, alle haben immer wieder darauf hingewiesen, es war dieser großartige Teamgeist und auch beim Feiern eben. Würden Sie sagen, das ist hier entstanden während der Zeit in Brasilien oder war das schon angelegt? Ja, wir sind jetzt, glaube ich, 55 Tage zusammen. Aber ich glaube, die Arbeit hat begonnen vor 10 Jahren mit Jürgen Klinsmann damals. Und wir haben das fortgesetzt. Wir haben alles dafür getan, um diesen Tag zu erleben. Und ich glaube, die Mannschaft hat es absolut verdient. Niemand hat es so sehr verdient wie wir. Das muss man sagen. Die Mannschaft hat einen unglaublichen Teamgeist entwickelt in diesen letzten Wochen. Sie war wirklich eine verschworene Einheit, die für diesen Titel gekämpft hat. Jeder Einzelne hat sich irgendwie auch verpflichtet, für die Mannschaft alles zu geben, für die Mannschaft alles zu tun, seine ganze Energie. Und das war sicherlich ein wesentlicher Grund, dass wir heute gewonnen haben. Aber es war am Ende schon fast so ein bisschen was wie ein Familienausflug, wenn ich die Bilder gesehen habe, wie Sie noch jede einzelne Spielerfrau dort selber auch beglückwünscht haben und die Sie beglückwünscht haben. Also da ist in der Tat eine ganze Menge zusammengewachsen, kann man gar nicht anders sagen. Ich habe nur beobachtet, in der Halbzeit zur Verlängerung sind Sie zu Mario Götze gegangen und haben ihn mal kurz ins Kinn gekniffen. Haben Sie ihm dann den letzten Tipp gegeben? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie heute was Entscheidendes machen kann, weil der Mario ist ein Spieler, der Spiele entscheidet und der außergewöhnliche Dinge macht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er heute das Ding hier zu Ende bringt. War auch irgendwie fällig, nicht? Der war erst in der Mannschaft, dann haben sie ein bisschen umdisponiert. Ist das etwas, was auch so langsam in Ihnen gereift ist oder ist Ihnen das schwer gefallen? Es gab ja auch zum Beispiel mit Philipp Lahm erst auf der 6, dann auf der Außenposition. Das ist ja eine Entwicklung. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, da von der grundsätzlichen Marschroute abzugehen? Schwer gefallen. Am Anfang war Sorgas halt eben Basti Schweinsteiger, Sami Khedira nicht zu 100% fit waren und da war die Maßnahme für mich klar, dass diese beiden Spieler nicht ein Turnier mit 7 Spielen bei dieser Intensität durchstehen. Das war mir irgendwie klar, dass wir irgendwie so ein bisschen diese Aufgabe teilen müssen. Und am Anfang war es richtig, den Philipp ins Mittelfeld zu stellen, weil er ganz einfach auf dieser Position klasse spielt. Vorm Frankreich hatte ich das Gefühl, die Mannschaft braucht jetzt vielleicht einen neuen Reiz und Khedira und Schweinsteiger sind jetzt dran. Jetzt haben sie irgendwie so ein bisschen Kräfte gesammelt bei den ersten Spielen, weil Khedira hat 2-mal nicht gespielt, Schweinsteiger nicht gespielt und dann waren sie einfach auch bereit und dann war diese Maßnahme dann eigentlich auch richtig. Aber es bleibt dabei, ist auch immer so eine Entwicklung und der Bundestrainer ist der da am nächsten dran ist mit seinem Stab, der auch sieht, wer dann im richtigen Augenblick fit ist. Würden Sie sagen, das war jetzt so das i-Tüpfelchen auf das, was Sie bisher schon gemacht haben? Sie haben ja gesagt, 10 Jahre ist das schon jetzt her. Sie sind in den 10 Jahren immer mindestens im Halbfinale gewesen. Was fehlte, war der Titel. Das erleichtert zumindest die Arbeit, oder? Ja, das macht es natürlich schön. Das ist eine Sache für die Ewigkeit, die ersten Europäer zu sein, die hier in Südamerika, in Maracanã, in Rio, in dem Fußballland schlechthin, dann auch sagen wir mal, den ersten Titel zu gewinnen, den die Europäer jetzt gewonnen haben. Es war 10 Jahre lange harte Arbeit, klar. Wir haben uns aber in diesen Jahren kontinuierlich gesteigert. Wir sind immer besser geworden, haben immer an uns geglaubt und es war jetzt einfach auffällig. Mhm. Aber ich meine auch für Sie persönlich. Für mich persönlich ist das natürlich auch ein toller Erfolg, klar, weil ich habe gesehen, dass die Mannschaft sich auch entwickelt. Das macht einen Trainer auch zufrieden, wenn die Mannschaft sich auch verbessert und wir sind spielerisch in den letzten Jahren in die Weltspitze gekommen. Wir haben uns da verbessert, weil nur mit deutschen Tugenden wäre es nicht gegangen, wäre es nicht mehr gegangen. Also wir mussten auch spielerisch zulegen.
Und das haben wir gemacht. Das war für mich natürlich auch eine große Befriedigung, aber das ist natürlich klar, das ist natürlich das Allerhöchste jetzt. Und der Mix macht es natürlich. Die deutschen Tugenden waren ja heute auch wieder dabei. Sind aber jetzt in einer Reihe mit Sepp Herberger, Helmut Schön, Franz Beckenbauer und Joachim Löw. Das sind die vier, die den WM-Titel geholt haben. Und es gab einige im Vorwege, die haben gesagt, also wenn er den WM-Titel holt, mehr kann man ja gar nicht erreichen. Aber kann man doch. Man kann diese Mannschaft noch weiterentwickeln. Tun Sie das? Kann man sicherlich, weil diese Mannschaft ist ja jetzt nicht irgendwie am Ende. Da gibt es vielleicht, ich weiß nicht, den ein oder anderen Spieler bei Miroslav Klose, muss man mal gucken. Aber ansonsten können alle... Er hat gesagt, er macht bis 40 ungefähr weiter. Ja, ihm ist alles, alles zuzutrauen. Ja, ich wäre nicht überrascht. Ja, genau. Nee, aber diese Mannschaft hat natürlich immer noch Zukunft. Wir haben dann einige Spieler, die nicht dabei waren. Gündogan oder Marco Reus und so weiter. Und diese Mannschaft ist jung. Khedira und Özil und so weiter. Götze, also sind alles junge Spieler. Mhm. Die haben sicherlich noch was vor sich. Das heißt, die machen weiter? Ja, jetzt heute Abend darüber zu reden, ist eigentlich... Na, ich habe einen Vertrag, ja, klar. Wollte ich gerade sagen, also ist eigentlich alles bereitet. Aber gibt es Zweifel? Nein. Nein, muss man mit dem Präsidenten nochmal reden, aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Der hat schon gesagt, er ist erstens begeistert und zweitens voll davon überzeugt, dass das auch so weitergeht. Sie sind ja jetzt ein bisschen später heute gerade hierher gekommen, weil eine ganze Menge los gewesen ist in der Kabine, habe ich gehört. In der Kabine sind natürlich auch alle Dämme gebrochen, das ist klar. Die Kanzlerin war da und der Bundespräsident haben kurze Ansprachen gehalten. Die Spieler, die jubeln natürlich, klar. Und es sind keine Grenzen mehr gesetzt jetzt. Das heißt, heute Feuer frei. Ich kann nur sagen, hat uns alle sehr mitgerissen. War ein anstrengendes Stück Arbeit für die Spieler und für Sie. Kann ich mir nicht nur gut vorstellen, sondern haben wir auch gesehen. Wir können noch mal ganz kurz blicken über die Begeisterung in Deutschland. Haben Sie in der letzten Zeit auch immer wieder miterlebt. Es gab Riesenbilder aus Berlin von der Fanmeile 500.000. Dann wurde die geschlossen. Es ging nichts mehr und wie wir gerade uns überzeugen konnten, sind eigentlich die meisten auch immer noch da. Also Sie haben so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was Sie erwartet am Dienstag. Die Spieler singen in der Kabine, wir fahren nach Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Dann wünsche ich eine gute Reise dahin, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Joachim Löw. Ganz herzlichen Danke Glückwunsch. Ihnen, vielen Dank. Ja, und wieder weiter bitte oben mit Mehmet Scholl und Matthias Oppenhövel.